Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search TV und ich möchte euch hier mein wahrscheinlich erstmal letztes Wikifolio vorstellen. Ist auch ein besonderes Wikifolio, nämlich das Investor Search Multi Strategies ist ein Dach-Wikifolio. Was heißt Dach-Wikifolio? Ich finde den Namen auch nicht so gut, aber dieses Wikifolio investiert nur in andere Wikifolios, ähnlich wie ein Dachfonds. Der Vorteil ist jedoch, hier fallen keine weiteren Gebühren an. Das ist wirklich fair. Und gibt es auch selten, denn wenn ich hier 100% in Cash in diesem Dach-Wikifolio bin, gibt es weder eine Zertifikategebühr pro Jahr noch eine Performancegebühr. Also die einzigen Gebühren, die anfallen, sind die auf den einzelnen Wikifolios dann. Also wenn ich dann ein Wikifolio kaufe, dann fallen halt die Gebühren von diesem Wikifolio an. Warum habe ich dieses Wikifolio gemacht? Es kam immer mal wieder die Frage auf, Philipp, du hast ja 6, 7 verschiedene Wikifolios, welches soll ich denn kaufen? Ich will ja keine Beratung geben. Und gerade vielleicht Einsteiger, die vielleicht auch 2.000, 3.000 Euro oder was investieren wollen, da macht es natürlich dann Sinn, dann nur eine Position zu kaufen. Und deswegen wollte ich hier ein Dachwikifolio haben, wo man halt alle Strategien von mir abdeckt. Plus, es ist noch defensiv ausgerichtet, denn da die Cashquote nichts kostet, werde ich, wenn die Zeiten unsicherer sind, hier noch mehr in Cash gehen, also auf den einzelnen Aktien-Wikifolios. Also es ist sicherlich das defensivste Wikifolio, wo wirklich der Fokus ist, Risiken aktiv zu begrenzen. Wenn ihr jetzt absolut Rendite maximieren wollt, dann sind vielleicht die anderen Wikifolios ein bisschen interessanter, wobei die Performance auch nicht schlecht war das letzte Jahr. Das Jahr gibt es ja auch erst ein knappes Jahr. Ich werde, wie gesagt, immer in meine 6 Aktien-Wikifolios investieren, in Ausnahmefällen auch mal in andere Wikifolios von anderen, wenn sich da jemand zum Beispiel irgendwie im Rohstoffsektor super auskennt oder bei bestimmten Themen, wo ich sage, das Thema finde ich jetzt interessant, ich habe da selber kein eigenes Wikifolio oder will da nicht mal größer investieren, dann würde ich sowas auch mal geringgewichtet reinnehmen, aber per se investiert man vor allem in meine Wikifolios. Die Performance ist noch nicht so aussagekräftig und ist auch ganz gut gestartet vom Timing, trotzdem aktuell 38% plus beim maximalen Verlust von 6%, ist glaube ich schon ganz gut. Risikofaktor sollte es eigentlich geben, weil eigentlich ist es relativ einfach. Es ist nämlich ein Dachwikifolio ohne Hebelzertifikate, deswegen ist das Wikifolio gründergeführte Unternehmen auch nicht drin. Werde ich mal bei Wikifolio auch anmerken, dass die eigentlich schon einen Risikofaktor haben sollten, weil das ja relativ einfach zu berechnen ist. Man muss einfach nur die Risikofaktoren der einzelnen Wikifolios multipliziert mit der Gewichtung machen. Also man kann natürlich schwer über die Zukunft sagen, aber es ist definitiv, soll es das defensivste sein und mein Ziel ist es hier, den maximalen Verlust wirklich unter 10% zu halten und ich würde dann auch mehr in Cash gehen. Wie soll das gelingen? Einerseits mit der Haas Makromatrix, dazu gerne auch nochmal das Video schauen. Das ist eigentlich so eine Ampel, wo ich mir halt 5 Risiken oder Chancen an den Märkten anschaue. Bewertung, Momentum, Zins, Realwirtschaft und Sentiment. Sowie 5 geografische Zonen, USA, China, Europa, die Schwellenländer und Diversifikationsländer. Diversifikationsländer sind Industrieländer, die nicht den Euro oder den US-Dollar haben. Also Japan, Schweiz, Schweden, Taiwan etc. Und wenn es hier groß in Rot geht, dann würde ich natürlich auch stark in Cash gehen. Plus die Gewichtung der einzelnen Wikifolios erfolgt auch ein bisschen nach Momentum oder Marktsentiment. Wenn ich jetzt zum Beispiel glaube, Cleantech ist jetzt super angesagt, dann wird es höher gewichtet. Wenn ich glaube, jetzt ist es ein bisschen vorbei, dann wird es niedriger gewichtet. Also es wird hier schon so ein bisschen Market Timing gemacht. Aktuell sind wir mit 20% Cash drin. Wie gesagt, die Makromatrix ist leicht grün, aber noch nicht super grün, weil Bewertungen sind relativ hoch. Märkte haben sich extrem stark erholt und so ganz besiegt ist das Corona-Thema auch noch nicht. Und auch in der USA-Politik kann es natürlich den einen oder anderen Enttäuschung geben. Deswegen bin ich dann auch ein bisschen vorsichtig und ist auch bewusst defensiver gemanagt. Ja, wir sehen hier die verschiedenen Gewichtungen. Aber es ist immer, wie gesagt, diese 6 Wikifolios sind da drin, die man jetzt mit einem Produkt einfach kaufen kann. Wer noch nicht weiß, wie man ein Wikifolio kauft, auch gerne nochmal das Video Erklärung Wikifolio schauen, wo ich das, glaube ich, ganz objektiv darlege. Ja? Jetzt ist das, was das Fazit zu dem Wikifolio Investor Search Multi Strategies, natürlich alles keine Empfehlung. Es ist ein spezielleres Wikifolio, was ich vielleicht an Einsteiger errichtet, weil es defensiver ist und man mit einem Produkt alle Themen, sage ich jetzt mal, abdeckt. Wenn ihr die Rendite maximieren wollt oder auch größere
sag ich mal, Beträge habt, dann könnt ihr natürlich auch direkt in ein Wikifolio investieren von mir, von Aktienebenen, wo dann weniger aktives Risikomanagement ist. Genau, aber hier ist wirklich das Ziel halt, diesen maximalen Verlust möglichst niedrig zu halten und dabei auch eine gute Rendite zu erzielen. Das ist so ein bisschen, ihr kennt ja diese Mischfonds, von denen ich wenig halte, weil ihr zahlt da für 50% Anleihenanteil irgendwie 2% Gebühren und Anleihen geben keine Rendite mehr. Also von Konzept oder von den Risikothemen sollte es so ein bisschen ähnlich sein. Wir haben gesehen, wirklich, es schwankt auch relativ wenig, allein dadurch, dass halt verschiedene Themen und Strategien da halt mit drin sind. Ich bin, wie gesagt, auch selber, wie in allen meiner Wikifolios da jetzt investiert, werde das Real Money auch noch da nachreichen. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu diesem Wikifolio habt, gerne natürlich kommentieren. Und würde mich natürlich freuen, wenn es der eine oder andere kauft. Ansonsten natürlich auch gerne mein Buch kaufen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.